Leute, auch für euch, das darf euch nicht entgehen. Und zwar rede ich hier von einem Klassiker aus den 70ern. Allerdings ein reiner Damenduft. Ja, ihr wisst ganz genau, ich mag auch Damendüfte zu tragen. Ja, und selbst obwohl hier ein Iris mit drin ist, ja, und es ein bisschen leicht pudrig macht, ist er mir ein bisschen too much, also zu starke Damenduft. Ja. Und zwar spreche ich vom Van Cleef & Arpels First Ladies, that's only for you, das ist nur für euch Ladies. Ihr als Männer könnt es auch tragen, ihr wisst ganz genau, ich trage auch Damendüfte gerne. Ja, aber der ist mir ein bisschen too much, vielleicht auch, weil meine Erinnerungen hier an meine Tante gehaftet sind. Die hat den Duft oft getragen, ja, und das erinnert mich sehr an meine Kindheit, ja, wo ich ein kleiner Junge war, öfters bei ihr war und die hat den Duft echt oft getragen. Ey. Van Cleef & Arpels First, bombastisch, Leute. Die Ingredienzen hier sind super. Es ist ein kleiner Biest, ja, Ladies, der hält locker 4-5 Stunden auf der Haut, auf eure Klamotten bis zu 12 Stunden. Das ist wirklich ein kleiner Biest. Das ist ein würziger, ein blumiger, man kann sogar ein bisschen sagen, sogar schon fast orientalisch, okay. Basta Parfumeur steckt hier dahinter. Jean-Claude Elana hat hier wirklich ein Meisterwerk kreiert. Den gibt es allerdings nicht mehr. Ja, den müsst ihr gucken, ob ihr irgendwo hier davon etwas bekommt. Wenn ihr das Glück habt, wie ich, so einen zu besitzen, dann bunkert ihn definitiv. Weil, also ich halt natürlich als Parfum-Freak ist das auf jeden Fall in meiner Kollektion ever and ever. Wird auch niemals, schon immer dunkel und trocken gelagert und wird auch niemals nur hier zum Review jetzt rausgeholt, weil ich benutze ihn fast so gut wie nie. Somit hält er mir bestimmt noch, bis ich sterbe und meine Kinder können immer noch davon berichten. Weltklasse, wirklich Weltklasse. Die Ingredienzen hier wirklich hochqualitativ. Alles mit drin, was man sich nur vorstellen kann, aber so gut zusammengemischelt. Jean-Claude Elana, wirklich Weltklasse. Bergamotte, Mandarine, Johannisbeere, Iris, Jasmin, Veilchen ist hier mit. Rose, Langlang, Amber, Honig, Leute, wirklich alles, was man sich vorstellen kann, ist hier drin zusammengemixelt auf wirklich einer hohen qualitative Ebene, ja, Jean-Claude Elana Parfumeur. Schaut euch mal das Flakon an, ist wirklich sehr antik und elegant, ja, es erinnert schon gut an den 70ern, ja, da wurde es kreiert und top. Testet ihr das, wenn ihr es nicht kennt, wenn ihr es schon kennt, gebt mir Bescheid. Vielleicht kennt ihr es, habt ihr gute Erfahrungen damit gemacht. Für mich ist es too much, ja. Bisschen auch wie Chanel No. 5, ist super Duft, ja, aber der ist too much for me, definitiv, ja, obwohl ich es wirklich sehr mag, Chanel No. 5, aber der, ja, sind meine Erinnerungen zu arg an meine Tanten verknüpft und ja, wie gesagt, jedem seins, ihr könnt es auch tragen als Herren, wie gesagt, funktioniert auch, aber für mich halt leider nicht, aber top Duft zum Schnüffeln. Wow, world class. Ciao, Belli.